muss euch das einfach erzählen. Ich habe ja 79 angefangen zu studieren und ich habe ab 81 Astronomie studiert. Können sich viele gar nicht vorstellen. Doch, es gab diese Zeit, 1981. Da war die Vorstellung, also die Aussicht, man könne irgendwann mal Planeten um andere Sterne entdecken, das war quasi Science Fiction. Da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Und dann kommt eines Tages die Nachricht, 95 war das, um Pegasus 51, ein Stern, der jetzt nicht besonders überraschend ist irgendwie, hat man einen Planeten gefunden. Und was für einen? Ein Brocken, halb so groß wie der Jupiter, der in 4 Tagen um sein Zentralgestirn rast. Seit fast 30 Jahren entdecken wir jetzt tatsächlich Planeten um andere Sterne. Extrasolare Planetensysteme. Und natürlich ist irgendwie das Ziel, so etwas Ähnliches wie das Sonnensystem zu entdecken. Aber was haben wir entdeckt? Seitdem haben sich ja immer wieder die Schlagzeilen überschlagen, was es da draußen für abartige, wirklich exotische Planeten gibt. Und einige davon will ich euch heute mal vorstellen. Nummer 7, HD 2068 93c. Das ist einer, der 12 bis 13 mal so schwer ist wie der Jupiter. Ist das ein Planet? Ich meine, der Jupiter hat immerhin 317 Erdmassen, also mal 10, das heißt, er hat also einige tausend Erdmassen. Boah, ist das noch ein Planet oder ist das schon ein brauner Zwerg? Diese 12 bis 13 Jupitermassen, die da gemessen worden sind, das ist gerade so die Kante für einen braunen Zwerg. Ein brauner Zwerg, das ist ein Stern, der gerne möchte, es aber nicht gebracht hat. Er ist zu leicht. Ja. In seinem Innern kann es vielleicht dazu gekommen sein, dass Deuterium miteinander verschmilzt, der schwere Wasserstoff. Aber zu richtiger Kernfusion, also dass Wasserstoff miteinander verschmilzt, dazu reicht seine Masse nicht aus. Tja, ob es sich dabei um ein braunes Zwerg handelt oder um einen Planeten, ist immer noch nicht ausgemacht. Also es ist gerade so an der Kante. Das heißt, wir haben hier als die Nummer 7 so zum ersten Mal den Eintritt in das Reich der Planeten mit einem Objekt, von dem wir gar nicht genau wissen, ob es sich überhaupt um einen Planeten handelt. Das ist das Objekt 206893, also HD 206893c. Nummer 6, WASP-76b. Nummer 6 heißt WASP-76 ist der Stern und das Objekt ist WASP-76b. Hat ungefähr die Masse vom Jupiter. Der Heimatstern ist ähnlich wie unsere Sonne, also ein G-Stern. Entfernung immerhin 400 Lichtjahre, also ganz schön ordentlich. Naja, und der ist also in 1,8 Tagen rast er um seinen Stern rum. In gebundener Rotation, wie das sich so gehört für einen Planeten, der sehr nah an seinem Stern ist, weil die Gezeitenkräfte dieser beiden Objekte sich gegenseitig so beeinflussen, dass der wirklich gebunden rotiert, also praktisch dem Stern immer die eine Seite zuzeigt. Immer. Darauf können wir erwarten, dass die eine Seite wahrscheinlich ziemlich heiß ist und die andere deutlich kühler. Und das scheint genauso zu sein. Dem Stern zugewandte Seite, die hat 2500 Grad Celsius. Ordentlich. Also heiß genug, um Eisen zu verdampfen. Und der Nachweis von Eisen in der Atmosphäre ist gelungen. Das Licht des Sterns muss ja durch die Atmosphäre dieses Planeten durch. Und dann kann man Eisenabsorptionslinien finden. Habe ich das schon erzählt? Also das Licht des Sterns muss ja durch die Atmosphäre durch. Und aus den Absorptionslinien in der Atmosphäre kann man erfahren, was sich in der Atmosphäre abspielt. Auf der abgewandten Seite des Planeten ist es kühl genug, damit Eisen kondensieren kann. Und das ist, man muss sich das mal überlegen, das ist ein Planet wahrscheinlich, wo es auf der Rückseite Eisen regnet. Flüssiger Eisenregen, also grausig. Das Interessante an dem Planeten ist allerdings noch was anderes. Es sind nämlich Bariumwolken identifiziert worden. Also ein so schweres Element in solchen Höhen. Wobei ich an der Stelle, ich muss das einfach sagen, es tut mir leid. Wisst ihr, wovon ich da spreche? Ich spreche davon, dass man eine vielleicht höchstens ein paar hundert Kilometer dicke Gasschicht auf eine Entfernung von 400 Lichtjahren analysieren kann. Also das ist eine sehr, sehr, sehr feine, sehr delikate Beobachtungstechnik. Und ich muss schon sagen, meinen großen Respekt an die Kolleginnen und Kollegen aus diesem Metier, dass die in der Lage sind, solche genauen Beobachtungen zu machen. Also, dieser Planet WASP-76b, da regnet es auf der Rückseite Eisen, der hat auf der Vorderseite 2500 Grad und es gibt auch noch Bariumwolken. Also, ob da jemand lebt, naja, dann nur welche, die es sehr heiß mögen und die offenbar irgendwie Lust haben auf Eisen. Nummer 5. HD 189733b. Der dreht sich um einen sonnenähnlichen Stern,
mit einer Periode von 2 Tagen und ist so schwer wie der Jupiter. Das heißt, der ist in seiner Rotation gebunden, zeigt dem Stern immer die gleiche Seite. Und diese Seite hat mindestens eine Temperatur von 1000 Kelvin. Die Farbe dieses Planeten ist bekannt von Beobachtungen des Hubble-Teleskops. Der hat nämlich seine Intensität besonders stark im Blauen. Das heißt, der reflektiert Licht, vor allem im Blauen. Das deutet schon darauf hin, dass da etwas da ist, was das Licht so gut reflektieren kann. Die Transmissionsspektren, also das Licht, das durch die Atmosphäre dieses Planeten geht, zeigen, da ist ziemlich viel Silikat drin. Bei einer Temperatur von 1000 Kelvin heißt das, das ist geschmolzenes Glas. Und es wird noch schlimmer, die Windgeschwindigkeiten, so sagen die Spektralanalysen, sind bis zu 8000 Kilometer in der Stunde. Die Wettervorhersage auf diesem Planeten könnte vermutlich lauten, tödlich. Mit einer Chance auf waagerechten Glasregen. Also wenn es da Lebewesen gibt, sind die in jeder Hinsicht sehr flach und ihre Haut muss ziemlich dick sein. Nummer 4, Ogle 2016-BLG1928. Ihr glaubt es nicht. Ein Planet ganz allein. Kein Stern weit und breit. Keine planetaren Kollegen, die sich mit ihm gemeinsam um ein zentrales Gravitationsobjekt bewegen würden. Nichts. Stellt euch das mal vor. Du bist ganz allein im interstellaren oder vielleicht sogar intergalaktischen Raum. Fürchterlich. Wie kann man denn sowas überhaupt feststellen? Ich meine, Free-Floater heißen diese Planeten. Wie kann man die denn überhaupt detektieren? Ich meine, Planeten sind so klein, das kann man doch gar nicht finden. Ja, es sei denn, der Planet tut etwas. Das heißt, er kann es gar nicht vermeiden. Nämlich so an einem Stern vorbeizufliegen, dass er dessen Licht mit Hilfe des Gravitationslinseneffekts verstärkt. Das Besondere an einer Punktquelle wie einem Planeten ist, dass es wirklich so ein Bing und dann wieder weg ist. Eine Mikrogravitationslinse. Das Irre an Mikrogravitationslinsen ist, dass sie das gesamte Spektrum eines Sterns verstärken und nicht nur irgendeine Farbe, wie das sonst so üblich ist. Meine Sterne haben ja auch schon mal Helligkeitsvariation, aber immer nur in einem bestimmten Spektralbereich. Aber eine Gravitationslinse, zumal eine Mikrogravitationslinse, die erhöht eben die gesamte Helligkeit und dann verschwindet sie auch wieder relativ schnell. Und so ist dieser Planet tatsächlich als Free-Floater entdeckt worden. Mit Hilfe eines Mikrogravitationslinsen-Events. Also wirklich was ganz, ganz Seltenes. Weil der Planet eben ganz alleine ist und da wir keine Parallaxe bestimmen können, um einen Stern, um den er sich herum bewegt, wissen wir nicht, wie weit er weg ist. Aber aus dem Mikrogravitationslinsenereignis lassen sich doch ein paar Parameter festlegen. Er hat 42 Minuten lang das Sternenlicht eines Hintergrundsterns verstärkt und daraus lässt sich zumindest mal eine Masse ableiten, die liegt irgendwo zwischen 0,3 und 2 Erdmassen. Was natürlich durchaus auf den ersten Blick mysteriös ist, wie kommt es denn zu Free-Floatern? Dazu muss man sich mal anschauen, wie sich die Wissenschaft vorstellt, wie solche Planetensysteme entstehen. Also gerade solche Felsenplaneten wie die Erde, die entstehen nicht am Anfang eines Planetensystems, sondern erst viel später. Am Anfang müssen die Gasplaneten entstehen, weil nur an den ersten 5 Millionen Jahren hat so eine Scheibe tatsächlich um einen Stern herum Bestand, sodass so Planeten wie Jupiter und Saturn entstehen können. Aber so Felsenplaneten wie die Erde, die brauchen viel länger. Und sie brauchen deswegen so viel länger, weil sie entstehen durch den Zusammenstoß von Brocken, von Felsbrocken. Und viele dieser Felsbrocken werden eben während der Planetenentstehungsphase aus einem Planetensystem herausgeschossen. Und manchmal eben auch solche Apparate, die so vielleicht sogar doppelt so schwer sind wie die Erde. Also es sind inzwischen mindestens 70 Free-Floater entdeckt worden. Teilweise mit dem Mikrogravitationslinseneffekt und teilweise, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, indem man wirklich gemessen hat, wie bestimmte Infrarotquellen am Himmel sich bewegen. Das geht nur mit enormer Computerpower und sehr, sehr, sehr guten Infrarotbeobachtungen. Und offenbar haben wir die. Also da ist richtig viel zu holen. Wer weiß, wie viele Free-Floater in der Milchstraße herumfliegen. Nummer 3, M51 ULS-1B. Und jetzt muss ich echt sagen, jetzt sage ich gar nichts mehr. Das ist nicht zu fassen. Also, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich. Also die Sterne sind
Hunderte von Lichtjahren von uns entfernt oder Tausende und so weiter. Und manche sind auch 10.000 Lichtjahre von uns entfernt. Das Galaktische Zentrum 27.000 Lichtjahre und so weiter. Ja, das ist ganz schön. Und dann kann man auch manchmal einzelne Sterne sehen. Und immerhin, Sterne sind hell, klar, gut. Und Planeten sind viel kleiner und sie sind natürlich nicht so hell wie ein Stern. Da muss man schon tricksen und so weiter. Aber jetzt lese ich hier, man hat in M51, und die Freundinnen und Freunde der Galaxien werden sich daran erinnern, was das für eine granatenwunderschöne Spiralgalaxie ist, eine meiner absoluten Lieblinge. Man hat in Millionen Lichtjahren Abstand einen Planeten beobachtet, einen, das ist doch kein Exoplanet, das ist ja ein Extroplanet, ein Planeten in einer anderen Galaxis. Überlegt euch das mal. Das ist ein Planet in einer anderen Galaxie, die 25 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Das sagen die Daten. Also es ist ein Hauptreihenstern, ein großer, ein schwerer Hauptreihenstern, der strahlt ordentlich. Und der wird umrundet von einer Sternleiche, vermutlich vom Neutronenstern oder Schwarzen Loch. Dabei bildet sich eine Scheibe, das ist solche Objektklassen, also solche Doppelsternsysteme von einer Sternleiche. Und im Hauptreihenstern kennt man aus unserer Milchstraße auch. Deswegen kann ich im Brustton der Überzeugung so davon erzählen, wie das so sein muss. Also die Sternleiche zieht Material von dem Stern und da bildet sich eine Gasscheibe. Und bei diesem Ziehen wird das Gas heiß und es produziert Röntgenstrahlung. Das Gebiet allerdings, von dem die Röntgenstrahlung kommt, ist kleiner als ein Stern. Und jetzt stellt sich Folgendes raus. Es stellt sich wirklich folgend: auf eine Entfernung von 25 Millionen Lichtjahren können die eine Helligkeitskurve im Röntgenbereich von diesem Objekt messen und feststellen, dass diese Helligkeit wirklich so abrupt aufhört, dann ein bisschen weniger ist die ganze Zeit und dann wieder ansteigt. Das heißt, man kann wie bei uns in der Milchstraße, wo wir ja jede Menge Planeten entdeckt haben, weil sie an den Sternen vorbeigeflogen sind und dort ihre Helligkeit verringert haben, und dann sind sie ja wieder hinten, ne? Das heißt, wir haben regelmäßige Helligkeitsschwankungen. So kann man in M51, im Abstand von 25 Millionen Lichtjahren, einen Planeten um ein Doppelsternsystem nachweisen. Das heißt, der Planet dreht sich um dieses Binärsystem herum. Also der Transit dauert 3 Stunden. Das handelt sich um einen Saturnartigen Planeten von der Masse her, also 95 bis 100 Erdmassen. Gasplanet also. Und es bis jetzt nur ein Transit entdeckt worden, ein neuer Transit, also eine neue Schwankung, neue Helligkeitsverringerung wäre natürlich toll, wäre der Nachweis eindeutig gelungen. Das dauert aber Jahrzehnte, denn bis so ein Planet um 2 Sterne rum ist, das zieht sich. Aber immerhin, M51, 25 Millionen Lichtjahre entfernt und dann so eine Kurve zu beobachten, so einen Transit zu beobachten, das ist aller Ehren wert, großartig. Nummer 2, WD1054-226b. Völlig irrsinnige Situation. Es ist eine Sternleiche, ein weißer Zwerg, also etwas, was übrig bleibt, wenn so ein Stern wie die Sonne am Ende ihres Lebens, nachdem sie sich zum roten Riesen aufgebläht hat und die Fusionsprozesse im Innern alle versagt sind, dann fällt es in sich zusammen, dann bleibt so eine Sternleiche übrig. Ein weißer Zwerg, vielleicht so groß wie, ein bisschen größer als die Erde, aber immerhin bis zu 1,5 Sonnenmassen drin. Und um ein solches Objekt rasen Planetentrümmerteile. Das hat man gesehen, tatsächlich. Also das heißt, es gibt solche Transitkurven, wo man sieht, da sind jetzt Trümmerteile übrig. Der weiße Zwerg ist also das Resultat einer Sternentwicklungsphase. Und natürlich wird so ein Stern, der vorher so ähnlich war wie die Sonne, sonst hätte er als Leiche nicht zum weißen Zwerg werden können, auch ein Planetensystem gehabt haben. Was passiert mit so einem Planetensystem, wenn so ein Stern wie die Sonne sich entwickelt? Sie wird zum roten Riesen, breitet sich aus und fällt dann in sich zusammen. Das heißt, also wenn man da Planeten noch übrig hat, dann müssen das welche sein, die ziemlich weit draußen sind. Jetzt beobachtet man aber um diesen weißen Zwerg herum Planetentrümmer. Und diese Planetentrümmer, die sind nicht nur einfach irgendwie da, sondern die drehen sich offenbar ziemlich stabil um den Stern herum, sehr starr. Und das heißt, die verlassen ihre Bahn nicht, die fallen nicht auf den Stern oder fliegen da irgendwie rum, sondern sie sind praktisch wie in so einer Karawane, fliegen die um den Stern herum. Und dazu muss es eine Kraft geben, die die Teilchen, diese Planetentrümmer, diese Materieklumpen auf ihren Bahnen hält. Und das kann wiederum nur eine andere Masse sein. Und wenn man sich das mal anschaut, was das für eine Masse sein muss, dann muss das so ein mondähnlicher Planet sein, der in einem Abstand von 25, also mit einer Periode von 25 Stunden um den weißen Zwerg herumkreist. Also das ganze Jahr dauert nicht mehr als 1 Erdentag und 1 Stunde. Wahnsinn. Das Lustige ist, man kann
sogar sagen, dass dieser Planet in der habitablen Zone des Weißen Zwerges ist. Nun ist ja ein Weißer Zwerg eben auch nur eine 10.000 Kilometer große Kugel. Aber sie hat eine hohe Temperatur am Anfang ihres Lebens, kühlt sich langsam ab. Es dauert Milliarden Jahre, bis so ein Weißer Zwerg abgekühlt ist. Aber der Planet selber ist eben nur so groß wie der Mond. Und habitable Zone würde heißen, er wäre in einem Zustand so wie bei uns im Sonnensystem. Und wir wissen vom Mond, bei uns im Sonnensystem, dass er keine Atmosphäre hat. Das heißt, da wird er auch keine haben. Es wird warm genug sein. Also von Leben kann hier nicht die Rede sein. Aber crazy ist das System auf jeden Fall. Und die Nummer 1 auf der Liste ist ein Planet, der einen Begleiter hat, der ihm dienstgradmäßig überhaupt nicht zusteht. Aber dieser Begleiter ist immerhin so groß, dass er die Rotationsachse des Planeten stabilisiert und dafür sorgt, dass dieser Planet sich mit knapp 24 Stunden um die eigene Achse dreht. Und schon die Entstehungsgeschichte des Trabanten ist eine Geschichte für sich, denn eigentlich hätte diese Entstehungsgeschichte dazu führen können, dass der Planet, von dem hier die Rede sein soll, fast dabei komplett zerstört würde. Aber er wurde nicht zerstört, denn der Einschlag passierte nicht zentral, sondern streifend. Und dabei sind alle möglichen netten Eigenschaften in den Planeten, von dem jetzt gleich die Rede sein wird, hineingerutscht. Unter anderem der Eisenkern des Einschlägers hat sich mit dem Eisenkern des Planeten verbunden damals und liefert noch heute genügend Hitze, um an der Oberfläche des Planeten die Bewegung von Lithosphärenplatten möglich zu machen, also von Felsplatten, die aufeinander stoßen und damit interessante Eigenschaften erzeugen, zum Beispiel Gebirge. Und das Auftreten von Gebirgen ändert die Windströmungen auf dem Planeten und ändert das Klima. So habe ich zum Beispiel neulich gelernt, dass das Auftreten eines solchen riesengroßen Gebirges dazu führen kann, dass sehr viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnommen wird. Durch was? Durch Verwitterung. Und dadurch, dass allmählich weniger Kohlendioxid in der Atmosphäre ist, wird es auf dem Planeten dann auch tatsächlich kälter. Habe ich nicht gewusst vorher. Dann wurde es mir klar. Vor 50 Millionen Jahren ist nämlich tatsächlich auf diesem Planeten ein großes Gebirge aufgefaltet worden. Und seitdem nimmt der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre immer mehr und mehr ab. Nur in den letzten 200 Jahren, da ist merkwürdigerweise was anderes passiert auf dem Planeten. Da hat er nämlich wieder zugenommen. Er hat sich um 50% vergrößert. Obwohl das Gebirge noch da ist, also müsste ja eigentlich der Kohlendioxidgehalt abnehmen, tut er aber nicht. Er steigt wieder an. Also irgendwas auf dem Planeten ist passiert und jetzt können wir in der Erdgeschichte nachgucken. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es rausgerutscht. Jetzt ist es doch tatsächlich rausgerutscht. Ihr wisst natürlich, um was es geht. Es geht um den Planeten Nummer 1. In den galaktischen Chroniken steht er als der blaue Diamant oder Paradies. Und die Götter der Galaxis sagen, stehen ihnen die Tränen in den Augen, weil sie ihre Meisterleistung vollbracht haben. Das Universum hat wirklich alle Register gezogen, um etwas möglich zu machen auf diesem Planeten, was womöglich zu den ganz besonderen Eigenschaften des Universums gehört, nämlich sich eine Form zu verschaffen, wo es über sich selbst nachdenken kann. Das hat 4 Milliarden Jahre gebraucht, um auf diesem Planeten, von dem ihr jetzt alle wisst, wie er heißt, nämlich Terra, oder Erde, um auf diesem Planeten eine Transformation von Materie möglich zu machen, die eigentlich fast unmöglich ist. Nämlich aus toter Materie lebendige Materie zu machen. Und nicht nur lebendige Materie, sondern Materie, die sich auch noch so vielfältig entwickelt, bis sie beginnt, Nervensysteme zu entwickeln, mit den Signalen zu arbeiten, die von der Außenwelt kommen. Zunächst mit den optischen Signalen, dann mit den Schallwellensignalen, mit allen anderen möglichen Informationsquellen auf dem Planeten klarzukommen und dabei ein Organ zu entwickeln, das nicht nur auf diese Signale reagiert, um sich zu schützen, sondern auch eine innere Welt produziert auf einmal, wo zum ersten Mal ein Gedanke von einem Lebewesen gedacht wird. Ja, und dann ist dann vor einigen Millionen Jahren ein Phänomen aufgetreten, was ganz besonders erstaunlich ist, dass nämlich sich diese selbst replizierten Kohlenwasserstoffmoleküle angefangen haben, über sich selbst Gedanken zu machen. Bis hin zu der Frage, wer bin ich? Wer weiß, wann das gewesen ist? Aber dass es passiert ist, das wissen wir alle von uns selbst. Also wir sind ja nur ein Teil des Teils einer großen Geschichte des Lebens, das seit knapp 4 Milliarden Jahren auf diesem Planeten losgegangen ist. Und mit uns hat sich das Universum tatsächlich eine Form geschaffen, dass wir selber fragen können danach, was für tolle Planeten es zum Beispiel im Universum gibt und was das eigentlich alles soll.
Also insofern ist auf diesem Planeten das Universum wirklich zu einem zumindest ganz ordentlichen Zwischenergebnis gekommen. Wir müssen nur noch dafür sorgen, dass wir es nicht vermasseln. Wobei WASP steht für Wide Angle Saxon Protestantic? Nein. Für was steht WASP? Ja, das ist ein typischer... Ja, ist ein typischer amerikanischer Begriff. WASP ist Wide Angle Saxon Protestantic. Also, könnt mich hier nicht alleine lassen mit diesen ganzen Abkürzungen. Wide Angle Search for Planets. Wide Angle Search for Planets? Yes. Wide, ne? Wide, echt? Also wide für weit. Wide. Ach, Wide Angle. Nicht Wide. Wide Angle, also Weitwinkel. Weitwinkel suchen nach Planeten, steht das.